Frau Höttgen, wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Rennverlauf? Naja, eigentlich nach dem Start natürlich, nach einer Stunde den Zwischenfall und sofort in die technischen Probleme reinzukommen, war natürlich traurig. Vom Restart her gesehen sind wir jetzt mit dabei. Wie weit es dann auch letztendlich nach vorne geht, wird sicherlich auch das Wetter mal entscheiden. Ich bin gespannt, wie das zum Ende hin aufgeht und auch die Taktiken, die Tanktaktik, die jetzt bei uns gespielt wird, ob sie aufgeht. Das weiß ich noch nicht. Ich habe mein Bestes gegeben in den ersten zwei Turns und jetzt auch wieder. Mal schauen, was rauskommt. Wie sieht denn die Taktik aus? Naja, wir haben jetzt versucht, in das Fenster reinzufahren, dass wir zum Schluss halt keine Minimumzeit mehr zum Stehen haben, zum Tanken her, vom Tanken her hin, dass wir wirklich nur kurz tanken können und dann wieder rausfahren können, weil es in den letzten eineinhalb Stunden diese Standzeit aufgehoben wird und dann mal schauen, ob uns das wirklich dann ein Turn ein paar Minuten spart. Jetzt haben wir gehört, dass beispielsweise Team Manta Racing mit Slicks unterwegs ist. Sie auch? Ja, natürlich. Also ich hätte gern schon zwei, drei Runden vorher auf Slicks gewechselt, aber da war halt dieses Tankfenster noch nicht offen. Ich habe schon ziemlich lange diskutiert am Funk, das gibt mir jetzt endlich Slicks und dann geht's weiter, weil sicherlich schon 20 Minuten vorher oder zwei Runden vorher der Slick der richtige Reifen gewesen ist. Und dann kannst du natürlich sofort mal 30, 40, 50 Sekunden gewinnen auf eine Runde. Das hätte ich natürlich gerne gemacht, aber ich habe die Reifen nicht bekommen. Musste mit Regenreifen den Turn zu Ende fahren, habe mich ein bisschen gequält in den letzten zwei Runden damit, aber okay. Gut, vielen Dank.